Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alex. In der Folge werden wir mal schauen, was auf uns zukommt. Ich hoffe, ich kann mal bald irgendwie raus. Oder ich kann ja die ganze Zeit raus, aber ich will jetzt hier das scheiß Dorf erkunden. Und dann ein paar Missionen machen. Bisschen fighten, was ich eh noch nicht check. Wahrscheinlich gegen jedes Vieh sterben werde. Okay, wer auch immer da oben wohnt. Wie kommt er da hoch? Voll, den kann ich mal nehmen. Weil da keiner hochkommt oder was? Geil. Okay. Hier steht noch einer, mit dem wir reden können. Der Duras. Der gute alte Duras. Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Ja. Was hast du anzubieten? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? Das haben wir auch gedacht. Im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Hast du schon einen Verdacht? Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Ich finde den Mörder. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Du kommst nicht mit? Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wer sind die Verdächtigen? Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt in der... Ich kenne die alle gar nicht. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann... keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Der hat's voll drauf. Mission, Indizien, Beweise. Wie steht es um deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Er steht neutral zu dir, okay. Jetzt will ich mal hier schauen. Hauptmission, Gefährten, Zahn um Zahn. Edan. Was haben wir hier? Das sind laufende Quests, erledigte, geschriebenes. Da habe ich hier ein neues Rezept, genau. Aufzeichnung, abspielen, nice. Los geht's.
Ja, falsch. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen? Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey. Ha. Jetzt ist es aus, oder was? Lass den Unfug. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen? Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Reporter. Nice. Hotelruine, cool, jetzt. Wolltest du sagen, das war das Schloss, aber es ist ein Hotel, okay. Nice. Spring da mal die Stacheln dran, das ist dem Wursch. Drohnenkontrolle, nice. Krals Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Wichtigen Hinweis, nice. Da steht einer. Hallo, wer bist denn du? Bist du der Wache? Wie langweilig. Kann ich von den Gegner sehen? Wo komme ich überhaupt her eigentlich? Ich finde die Stadt auch von... Oh, das ist ja weit. Ich finde die Stadt voll unübersichtlich. Ich weiß gar nicht, wo ich war und wo ich nicht war. Ah, nice. So ist das schon geil. Zwar finde ich das Spiel ist gerade momentan noch nicht so Ding. Ich habe noch nicht so aus unserem Zeitalter gefunden quasi. Aus unserem Hotel jetzt. Schauen wir mal, was gibt's hier? Komische Geräusche, sind es Freunde oder Feind? Dicker Baum, nice. Das ist der Hauptdinger, oder? Ja, genau. Schauen wir mal, was gibt's hier? Eine Werkbank, okay. Schauen wir mal, was ich klauen kann, um erwischt zu werden. Amulett des Berserkers, okay. Was bringt das? Drohnenkontrolle, Zauberspruch. Drohne, Variabel, Ablenkzeit 40 Sekunden verbraucht. Albzauber der Drohnenbeherrschung. Amulett des Berserkers. Maximale Energie plus 10. Ja. Ich check das alles noch gar nicht. Was ist Energie? Ist mein Jetpack Energie vielleicht? Oh, jetzt bin ich draußen, okay. Hey, Ratten. Ha! Du auch, ha! Das wird dran. Was ist das hier? Eine Schrotpatron. Ich will eine Schusswaffe, das ist ja doch geil. So ein dickes Gewehr, was ist da? Elektroschrott, okay. Das ist doch schon wieder ein Ausgang, oder? Keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung.
Dafür war ich sogar voll. Hier war ich noch nicht. Oder doch? Wer weiß, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen muss, soll, tun. Buch mit Geschichten, okay. Auch noch rein. Das ist Elixir, nice. Zähne. Vergilbter Zettel. Runter, der Depp. Okay. Jetzt bin ich wieder in der Haupthalle, ja. Achso, das ist eine Öllampe. Nee, Welt. Hallo? Blatt, nee, Welt. Hey, das ist ein Name. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Mir fällt das nicht schwer. Mir fällt das nicht schwer. Du weißt offenbar nicht, was du davon dir gibst. Da draußen vernichten die Alps alles Leben, Stück für Stück. Und auch wenn sie das schlimmste Problem sind, sind sie bei weitem nicht das einzige. Aber was erzähle ich dir? Du kommst ja von draußen. Du weißt, was dort vor sich geht. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Da bin ich anderer Meinung. Da bin ich anderer Meinung. Ich will dich nicht bevormunden, nur einen Stoß in die richtige Richtung geben. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Hast du Goliath nie verlassen? Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet.
Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich bin ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger? Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Ich kümmere mich darum, dass Jora die Kleriker auch bekommt. Ich kümmere mich darum, dass Jora die Klerikerwaffen bekommt. Gut. In seinen Händen sind sie richtig aufgehoben. Denn so will es das Gesetz. Lass dich also auf deiner Reise nicht unnötig ablenken. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Ich habe die Waffen sichergestellt. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Du hast es nötig, was? Ja. Ich habe ein schweres Leben, Alter. Was fällt dir ein? Blöde Kuh, Alter. Bist du ein scheiß Wache oder was? Blöden Hocker, da ist mein Klug. Willst du das wohl sein? Nee, ich darf das. Klug und den verdammten Hocker. Gott verdammt. Was treibt ihr da in der Fensterkammer? Hör schon auf. Der Schnauze. Nimm mir, was ich will. Du hast hier nichts. Du hast hier nichts verloren. Sag ja, nicht das Ja nicht nochmal. Du hast hier nichts. Jetzt bin ich wieder durch. Sag das Ja nicht nochmal. Was steht da? Ich will das schreiben. Lass den Unsinn. Du hast es nötig, was? Was wäre jetzt auf die Fresse? Ist das alles Nachtwachen oder was? So, bitte erst die Nacht wachen, Tag schlafen. Magnesiumfackel. Was ist das hier? Ist das Blut, ja? Ein gutes Messer. Eine gute Gabel. Was geht bei dir, Kollege? Dir ist wohl nicht so gut ergangen. Ein Flugblatt. Nummer 1. Elektroschrott, okay. So, okay, ich hätte auch ihn laufen können. Hier war ich noch nicht drin, oder? Genau, weil hier liegt noch ein Becher und ein Geldbündel, nice.
Tagebuch eines Zimmermädchens, okay. Du machst die Geräusche, oder? Was mir gerade einfällt. Jawohl. Ne, hier wollte ich hin und dann hier irgendwo. Attributspunkte. Gerissenheit 25, okay. 1, 2, 3. Übernehmen. Stufe 4. Wahrscheinlich, weil ich Stufe 5 erreicht habe. Erreichen werde. Okay, nice. Ah. Das ist schon eine Bestellliste. Ich bin nicht gut genug. Ich komme wieder. Wahrscheinlich nicht, weil ich das vergessen werde. Aber vielleicht zufällig. Plasmazellen, nice. Splitterrakete, nice. Das finde ich aber besser, als ich hier finde. Diesem kleinen Hotel. Kann ich es kaputt schlagen oder so? Nee, natürlich nicht. Ha, nice. Und weiter geht's. Was gibt's hier Schönes zu klauen? Ich glaube, die nächsten Folgen dieses Dorf nicht verlassen. Auch wenn es sich scheiße anhört. Aber es gibt so viel zu entdecken. Mit diesem Jetpack gibt es viel mehr Möglichkeiten. Dann die letzten Kippen, die da liegen. Diesen dicken Goldbrocken. Da hat er geslochen, ist mir egal. Klettern will ich nicht. Komm ich da wieder rein? Ja, klar. Bisschen Mana, okay. Und in die andere Richtung. Na na na, na na na, hier komme ich raus. Hier war ich noch nicht. Ha. Trank, jawohl, meiner. Dietrich, okay. Bin mal gespannt, wie man Sachen knackt. Ich habe noch nie was geknackt. Ob ich das selber mache oder ob es einfach. Also, es ist offen. Oder ob ich das irgendwie betätigen muss, selber drücken, irgendwie. Minigame oder sowas. Oder das Hacken, bin ich auch mal gespannt. Aber es, was ist das? Unbrauchbare Verbandstasche erhalten, okay. Immer noch nicht ganz oben, es geht immer weiter hoch.
kleiner blauer Stein. Die Klos sind immer leer. Die sind finster und leer. Hätte einfach hochlaufen können, oder? Ja. Was sagen Sie da? Sie haben richtig verstanden. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie sind ungeeignet. Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Sie haben all das Blut an Ihren Händen kleben. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Oh ja, wir sehen uns in der Hölle wieder. Warum auch immer. Schlafsack? Ich könnte mich einlisten, theoretisch. Ja. Eine Handgranate, nice. Ich will mal gehen mit einer Handgranate ablaufen. Und dann mal schauen, ob sie voll wegkommt oder nicht. Bam! Ist noch her? Ja. Die kommen, ja doch, die kommen hier schon noch hoch wahrscheinlich. Kannst du ja mal hochlaufen, okay. Fünfzig Elixit, nice. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Elixit ja das Geld. Da ist dickes Katapult. Nee, Mana Stein, pures Mana. Es gibt hier ein paar Bolzen. Explosivbolzen, okay. Es ist zu Ende. Dustin hat den Wein getrunken. Ich habe ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Hm. Haben sie welche gekillt oder was? Hm. Okay. Sagen. Ja. Buch mit Geschichten. Was Alp? Verloren wandelt er durch die Welt, ohne Gefühle. Gefühle, die ihm einen Antrieb geben. Ihn regiert nur die Vernunft, die ihm aber nicht die Menschlichkeit lehrt. So ist er ein einsames Wesen, welches nichts vom Leben hat. Sein einziger Antrieb ist, mehr zu bekommen von dem, was ihn kränker macht. Denn er findet nicht mehr heraus, nicht mehr zurück zu dem, was er einstmals war. Sein Herz gefroren in einem so tiefen Schlaf, dass es nicht mehr erwachen wird. Er selbst hält diesen Zustand für den besseren, denn er erkennt nicht, dass ihm die Wahl genommen worden ist. Die Wahl zu handeln, wie er es für richtig hält. Zu handeln nach seinen Prinzipien, die durch das einzige Prinzip der Logik ersetzt wurden, damit er sich selbst als höchstes Wesen sieht. Okay. Tagebuch eines Zimmermädchens. Ah, das ist aber ganz schön viel. Meine Erinnerung. Es ist immer so spannend, was die reichen Leute hier treiben. Heute habe ich zum Beispiel beim Aufräumen in Mr. Kingtons Zimmer ein Höschen gefunden. Er hat wohl eine Damenbekanntschaft gemacht. Der Qualität des Stoffs nach zu urteilen, hat sie auf jeden Fall genug Geld für teure Wäsche. Bestimmt sie sie sehr schön. Irgendwann werde ich das auch schaffen. Heute hat mich
Mr. Kingston zur Seite genommen und mich gefragt, ob ich Blumen auf Zimmer 9 bringen könnte. Sie sind für Miss Daisy. Und er hat mir auch noch eine kleine Karte mitgegeben. Sie ist ganz bestimmt seine Liebhaberin. Sie ist nicht hübscher als ich. Und ihr Geld hat sie auch nur von ihrem Liebhabern. Trotzdem fliegen die Männer geradezu auf sie. Ich habe die Blumen in den Müll geworfen. Alles ist so unwirklich. Die letzten Tage waren ein einziger Albtraum. Es gibt niemanden, der den Wahnsinn noch aufhalten kann. Mr. Kingston hat sich mit den anderen Männern in einem der Zimmer eingeschlossen. Sie haben die komplette Bar leergeräumt. Gut, dass ich mich in einem leeren Zimmer versteckt habe. Sie sind zu allem imstande. Unsere Hoffnung ist verloren. Ich wüsste nicht einmal, wohin ich fliehen sollte. Keiner weiß, was dort draußen los ist. Ich habe Angst, solche Angst. Es geht zu Ende. Alles wird bald ein Ende haben. Wir werden in Vergessenheit geraten. Nichts bleibt zurück. Diesen weisen Worten beende ich hier mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge tun wir mal ein paar Missionen abarbeiten, die wir gefunden haben. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao.